Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist am 30.06. letzten Jahres beschlossen worden. Und in den vergangenen Monaten ist es wohl jedem in diesem Hause klar geworden, dass die größte Herausforderung bei der Bewältigung der Energiewende, die wir jetzt gemeinsam vor der Brust haben, wie so oft in Energiefragen, auch diesmal wieder bei uns hier in Niedersachsen liegt. Und deswegen finde ich es besonders gelungen, dass der aus Niedersachsen stammende Bundeswirtschaftsminister sich dieses Themas gestern angenommen hat und sich Gedanken darüber macht, wie man in Zukunft die Energiewende so gestalten kann, dass die Kosten eben erschwinglich bleiben und dass Strom und Energie und eine warme Wohnung in Zukunft nicht zum Luxusgut werden. Meine Damen und Herren, für den Ausbau der erneuerbaren Energien hat das EEG als Markteinführungsgesetz einen wertvollen Beitrag geleistet und deswegen wird sein Prinzip ja mittlerweile auch in vielen Staaten dieser Welt kopiert. Als Anschubfinanzierung ist das EEG meines Erachtens ein Erfolgsmodell. Für die Zukunft kann es aber in meinen Augen nicht mehr alleine darauf ankommen, möglichst viele Kilowattstunden Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Wir alle wissen, dass in Norddeutschland mehr Wind weht als im Süden und die Sonne im Süden häufiger scheint als bei uns. Trotzdem ist die Einspeisevergütung für Windenergie oder eben auch für Photovoltaik in Bayern genau die gleiche wie in Niedersachsen. Und das führt, wie wir alle wissen, manchmal zu sehr abenteuerlichen Entwicklungen. Die Photovoltaik erzeugt gegenwärtig etwa 3% des Strombedarfs in Deutschland. Sie verschlingt aber mehr als 50% der EEG-Förderung, insgesamt bislang mehr als 100 Milliarden Euro. Wenn dieses Geld anstatt in die in Norddeutschland ineffiziente Photovoltaik etwa in die Offshore-Windenergie geflossen wäre, hätte man mehr Strom zu niedrigeren volkswirtschaftlichen Kosten erzeugen können. Damit solche Fehlentwicklungen in Zukunft vermieden werden können, glaube ich, dass wir die Förderinstrumente korrigieren müssen. Es darf eben nicht sein, dass der Ausbau von in diesem Falle in Norddeutschland ineffizienter Photovoltaik weiterhin in diesem Maße und über 20 Jahre garantiert gefördert wird und damit die Stromkunden die Steuersparmodelle derjenigen mitfinanzieren, die es sich leisten, in dieser Republik Photovoltaikanlagen aufs Dach zu bauen. Ich glaube, dass die größte Herausforderung der Zukunft daran bestehen wird, die Energiewende in den kommenden Jahren so zu gestalten, dass eben die Energiepreise in Deutschland nicht explodieren. Denn das würde die privaten Stromkunden gleich doppelt belasten. Gerade in diesen Wochen und Monaten werden ja die Abrechnungen für das vergangene Jahr verschickt und man kriegt einen ersten Vorgeschmack darauf, welche Kosten tatsächlich auf uns in den kommenden Jahren zukommen werden. Und zusätzlich würden die privaten Verbraucher noch ein zweites Mal belastet werden, weil natürlich die Unternehmen ihre höheren Energiepreise umlegen auf die Preise und damit es natürlich auch inflationäre Entwicklungen geben würde. Wenn wir das tolerieren, meine Damen und Herren, würde die Energiewende früher oder später an ihren eigenen Kosten scheitern. Das wollen wir alle nicht. Damit sich die Menschen von der Energiewende eben nicht abwenden, weil sie ihnen zu teuer wird, sollen sich in Zukunft deswegen auch die erneuerbaren Energien in einem Wettbewerb beweisen müssen und stellen müssen. Um die Energiewende zu meistern, brauchen wir in Zukunft eben kein statisches Einspeisevergütungssystem mehr, das Garantien über 20 Jahre gibt, sondern eben ein effizientes Anreizsystem. Die effizienteste Form der erneuerbaren Energien, die den Kunden am wenigsten belastet und dabei am meisten Kilowattstunden erzeugt, muss dabei den Vorrang erhalten. Und deswegen möchten wir die erneuerbaren Energien gerne miteinander in einen Wettbewerb eintreten lassen. In der Zukunft möchten wir die Netzbetreiber verpflichten, dass sie zum Beispiel 30% des Stroms, den sie in die Netze einspeisen, das kann gerne in den nächsten Jahren noch mehr werden, dass sie innerhalb dieser 30% eben frei entscheiden können, ob Wind, ob Sonne oder ob Biogas oder Wasserkraft den Vorrang bekommen. Im Zweifel speisen sie die effizienteste Energieform ein. Für existierende Anlagen soll dabei ein Bestandsschutz gelten. Das sorgt dafür, dass der kostengünstigste Strom aus erneuerbaren Energien Vorfahrt erhält und nicht in Norddeutschland, wo die Sonne am seltensten scheint, Milliardensubventionen in die Photovoltaik fließen. Es ist an der Zeit, dass sich auch bei den erneuerbaren Energien Effizienz lohnt und kostengünstigere Erzeugungsformen Vorfahrt erhalten, meine Damen und Herren. Mit der Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes ist die Bundesrepublik Vorreiter beim Ausbau geworden. Mittlerweile sind die erneuerbaren Energien aber erwachsen geworden. Und deshalb reicht es vor dem Hintergrund der Energiewende eben nicht mehr aus, nur auf die stumpfe Stromerzeugung Wert zu legen. Teilweise haben wir in windreichen Situationen eine irrsinnige Situation, dass wir in Deutschland Photovoltaikstrom subventionieren, wir den Österreichern Geld zahlen, damit sie diesen Strom abnehmen, damit unsere Netze entlastet werden. Und wenn wir Strom brauchen, kaufen wir eben diesen Strom aus Österreich wieder zurück. Um die Energiewende meistern zu können, meine Damen und Herren, brauchen wir jetzt mehr Effizienz durch mehr Wettbewerb zwischen den erneuerbaren Energien.
Wettbewerb, der die Verbraucherpreise erschwinglich lässt und dafür sorgt, dass sich die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes von der Energiewende nicht abwenden. Ich danke Ihnen.